Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Wir waren hier gerade dabei, eine Alien-Basis zu infiltrieren. Das heißt, die eine, vielleicht ist es auch die Alien-Basis, ich weiß es nicht so genau. Wie veröffnen wir jetzt das eine Tor? Und nichts, zum Glück. Dann öffne ich jetzt das andere Tor. Und hier ist zum Glück auch nichts, okay. Aber hier ist was, ich merke das schon. Irgendwas ist hier. Ich will mich auch nicht in die zur Energiequelle hin begeben, einfach nur weil das ziemlich gefährlich ist. Und der Sturm sollte denn das machen, einfach nur weil ihr denn schon einen Feldposten einrichten könnt und zur Sicherheit schon mal drauf schießen könnt. Das ist ja eigentlich ein Fall für meinen Sturm. Das ist die Cyber des 85 und 70. Komm, mach weg. Zwei, fünf Schaden rein. Das ist gut. Eine gute Bilanz. Damit kann ich leben. Ich hätte es doch wählen sollen, dass ich da Dingens hab. Ja, ich brauche auch Sturm und Schuss. Gehe zum Angriff über. Ich werde es ab sofort mehr aktiver benutzen, wenn ich schon hab. Siehst du's? Nein, dann gehen in den Feldposten. Falls jemand der Okami zu nahe kommt. Fuck! Fuck! Entdeckung! Habe ich mir da einen weggelackt? Hahaha! Huh! Bist du 6 Schaden? Moment, wie viel hat er noch? 9. Komm, schaffst du nochmal. Und, bam, komm schon. Die Drohne gleich mitgenommen. So muss das. Ich gehe jetzt ein bisschen aggressiver mit Isaacer vor. Weil ich ganz genau wusste, da ist nichts. Es ist keine Ausrede, ich wusste wirklich, dass da nichts war. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher. Da haben wir unseren Centurik und mich und... Aber hier war zum Glück auch nichts. Treppe bewachen. Kann auch nicht schaden. Mit einem Isometriespalten musst du dahin. Den Felsen hätten die aber auch nicht beschissener hinsetzen können, ne? Okay, irgendjemand ist da. Dann würde ich sagen, tun wir nochmal eine Runde nachladen. Zumindest wer muss und der Rest einfach Feldposten. Und anscheinend musste ja nur Isaacer-chan, Tiger-chan. Ich will immer Isaacer sagen, wahrscheinlich kann man dann Isaacer sehen und nicht Tiger. Ich habe auch keinen. Du hast noch keinen Gefechtsscanner und ich habe meine beiden schon verbraucht. Das ist doof. Das war jetzt sehr blöd von mir. Damals. Hier ist keine schöne Deckung. Doch, da. Hier drüben ist was. Junge Männer. Erzieht ihr euch oder kommt ihr näher? Was in Gottes Namen machen die da? Ich wollte es nicht glauben. Aber offensichtlich führten die Aliens Experimente an den Entführten durch. Was haben sie damit nur bezweckt? Tja, das wüsstet ihr gerne, ne? Ja, ich weiß ja, dass ihr es gerne wisst. Oh, ich bin selbst dahin
Scheiße. Aufgepasst, der Feind rollt an. Scheiße. Ich glaube, ich habe Jumpy erneut in den Tod geführt. Du wirst, wer ist am nahesten dran? Den da. Bis zu 7 Schaden. Machen kritischen draus. Und dann sind wir im Geschäft. Er ist ausgeschaltet. Gut. Nur den einen. Finde ich schade, aber besser als nichts. Oh, hier kann man so schön farmen irgendwie. Also farmen im Sinne von gut Punkte machen. Schaden. Die haben 7. Ne, 8 haben die. Ich kann nicht mehr zählen. Ah! Ich habe gerade Okami-san in den Tod geschickt, in den sicheren Tod. Na gut, nicht in den sicheren, aber in einen Tod. Fast. Obwohl. Lieber so, so kann sie wenigstens einen töten. Weil sie hat ja diese eine Fähigkeit als Sturm, dass sie, wenn jemand auf 4 Felder Nähe kommt, sie einen Reflexschuss abfeuert. Na komm. Hätte nicht gewundert, wenn du den jetzt nicht triffst. So ist diese eine Gefahr und der zieht hoffentlich nicht genug ab, um sie zu töten. Und der verfehlt. Oh. Was für eine Erleichterung. Eisakachan. Nur weil der Niklas da vorsteht oder was? Sputtest du einfach mal dahin? Ich will das Eisacker, Chan. Die kann das nicht. Ich sag mal Eisacker, da will ich Tiger sagen. Na. Ah. Komm, mach es einfach. Er ist raus. Jawohl, Major Okami wurde befördert. Das finde ich doch schön. Dahin ist gut. Dann gehst du dahin. Zum Glück sind diese Räume relativ symmetrisch aufgebaut. Sonst wäre ich irgendwie am Arsch. Du musst nach hinten. Sonst kommt meine Symmetrie nicht hin. Ich mache meine Symmetrie. Aber du kommst nicht so weit. Das ist wiederum gegen meine Symmetrie. Das ist scheiße. Ich will immer symmetrisch vorrücken. Das ist mein Problem. Da du eh dahin musst, kannst du auch auf den schießen, ne? Ich mag mein Plasma-Gewehr nämlich. Ich mag mein Plasma-Gewehr wirklich. Ah, jetzt brauche ich nur noch 2 Stück. Oder? Moment. 1, 2 fehlen noch und ein Sniper. Aber ich brauche so viel Geld. Nachladen eine Runde. Nachgeladen. Nachladen. Fertig und bereit. Nachladen. Nachgeladen. Feldposten. Nachladen. Alles wieder im grünen Bereich. Ich weiß, es ist viel zu früh zum Nachladen, aber trotzdem. Wir haben mal 2 Felder vor. Also 2 Tanks nach vorne. Damit man ja nie weiß, was kommt. Hier hat man nicht die Möglichkeit zur erhöhten Position, ne? Muss man zugeben.
Ich glaube, komm, dass er von vorne kommt, daher kann ich nachladen. Oh, ich liebe es nachzuladen irgendwie. Und da war natürlich ein mehr, ne? Ich glaube, aber es ist nur, weil er... Nein, ich brauche auch einen mehr. Okay, also die Abstände hier niedriger als da. Ja, ist so. Da draußen ist irgendwas. Von da? Das heißt, hier oben ist noch was. Okami-san. Bring sie zur Strecke. Da oben sind welche, oder? Wusste ich's doch. Getroffen. Zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber er hat getroffen. Das ist schön. Das ist schön. Aber leider daneben. Du siehst leider nichts. Das ist schade. Komm mal da oben rauf. Und ich wette, da oben ist jetzt auch noch einer, der mich sieht und dann bin ich tot. Nein, bin ich nicht. Okay. Hier hin. Sehe ich da welche? Jawohl. Einmal dich 55 und dich 55. Kriegst du ein bisschen Deckungsfeuer? Oh, habt ihr mit dem Deckungsfeuer getötet? Kann ja mal passieren. Einfach so aus Versehen. Ab und zu mal. Stimmt ihr mir da nicht zu? 99%, aber das macht ja nicht so viel Schaden, ne? Ach komm, Hauptsache raus aus der Deckung. Und dann sogar 4 Schaden. Jumpy. Okay, du bist gerade in einer scheiß Position. Vielleicht hast du Glück und jawoll. Schön flankiert. Mach ihn weg. Hätte das nie verziehen, wenn du jetzt nicht getroffen hättest. Hat jetzt fast jeder einmal geschossen. Oh Gott, ich habe ganz vergessen, was ich aufgenommen habe. 12 Minuten bis jetzt. Wirklich? Nur? Das kam ein bisschen länger vor. Muss ich nochmal Cappuccino trinken. Und mir dann nochmal alles zur Analyse angucken. Und nein, ich spreche dabei nicht von Julian's Bug. Auch wenn man es meinen könnte, aber ich tue es nicht. Das war ja Hyoko, ne? Du musst ja so weit nach da vorne. Okay, du erstmal dahin. Das ist, glaube ich, sicherer. Jetzt habe ich hier so meine 3 da hinten so. Das gefällt mir gar nicht. Da ist erstmal ein guter Platz. Dann würde ich sagen, lade ich noch eine Runde nach, dann gehen wir auf zum nächsten Raum. Ich glaube, ich mache diesen Part auch kürzer, weil X-Format ist jetzt immer nur Überlänge-Parts und ich schaffe es auch nicht, immer dann was hochzuladen, wenn es immer nur so hochzuladen oder zu rendern. Ich will mein PC auch nicht 24/7 laufen lassen, habe ich aber schon mal irgendwo gesagt, irgendwo bei Minecraft war das. Frag mich nicht, welche Folge. Guckt einfach selber mal nach. Falls ihr euch jetzt so denkt, was, der macht Minecraft? Ich habe mal Minecraft gemacht. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal, aber... Das war eigentlich eh nur das Gameplay im Hintergrund. Und dann stand im Vordergrund eher das Commentary. Und da war es eher so ein kleiner Podcast, um ehrlich zu sein. Die Sniper müssen dann eigentlich nach da hinten. Das wäre, glaube ich, ziemlich gut. Nachladen. Alles wieder im grünen Bereich. Immer weiter nachladen. Das ist jetzt scheiße, die haben. Scheiße, die Plätze verteilt.
Ach, der muss eh nicht nachladen, daher passt mir das. Nachgeladen. Los jetzt. Los, damit sollten jetzt alle nachgeladen haben. Außer vielleicht Tiger-chan. Ich will immer Isaac sagen. Oh, das ist Jumpy. Der braucht nochmal ein Medikit für sich selbst. Habe ich total übersehen in letzter Zeit. Das wäre fast ja noch ein Desaster geworden. Nochmal überall Feldposten. Vielleicht kommen sie auf uns zugestürmt. Wer weiß. Also mal gucken, wir haben noch eins. Noch diese eine Kammer vor uns. Oh. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns morgen um diese letzte Kammer in der Alien-Basis. Muss auch mal 16-Minuten-Parts geben. Nicht immer nur 26 oder 36-Minuten-Parts, ne? Damit jetzt von mir ein Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Justin.